Nein, jetzt können wir das bleiben. Na, das Haus Rosberg, eigentlich habe ich den Punkt gefunden, dass ich das jetzt immer analysieren kann. Sophia, Wasser ertrunken. Das haben wir jetzt. Was nicht eine Hexenprobe mit dem Wasser auch? Weil ich glaube, die ging ein bisschen anders. Fehlt mir nur noch ein Hinweis. Ich erinnere mich an einen hellen Lichtblitz. Und dann nichts. Ist die Bombe hochgegangen? Ich noch irgendwas sehen? Die Bilder helfen mir nicht. Ein Hinweis fehlt mir noch. Das gefällt mir nicht. Was brauche ich noch? Ist ein voll ein Glockensymbol, ne? Das war hier anscheinend am Bahnhof. Passt ja super zur Ausstellung. Das wären Bilder, da könnte man sagen, das wäre doch ein Hinweis. Irgendwie wird das hier komplett ignoriert. Ach, hier kann ich auch noch. Wenn die Leute bloß lesen könnten. Das denke ich mir auch jedes Mal. Dabei können sie es, aber sie wollen es nicht. Das ist das Problem. Ah, hier. Ehemals Eigentum von Richter Hawthorne, einem der einflussreichsten Richter der Hexenprozesse, diente dieses historische Anwesen als Gerichtssaal für viele der Prozesse und Strafanhänger während der Hysterie, die Salem 1692 heraufzuchte. Ja, dann haben wir es doch jetzt, oder nicht? Also benutzt der Glockenmörder Folterinstrumente, um seine Opfer zu töten. Aber warum sie wie Hexen töten? Weil er so glaubt, dass es Hexen sind. Komisch, dass nichts von den Anklägern ausgestellt ist. Es ist so ein wichtiger Teil von Salems Geschichte. In der Tat sind einige Stücke noch nicht ausgestellt. Wir bereiten sie im Moment oben im Restaurationsraum vor. Mal sehen, was sich hier noch finden lässt. Ein alter Bahnhof. Hatte ich nicht noch einen Raum, wo ich erst noch nicht hinkommen wollte? Hier hatte ich noch ganz viel Shit. Ne? Hier hatte ich aber auch diese Arschloch-Plattform. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja hier wieder... Oh. Ich schaff das nicht. Shit. Also entweder kann ich mir einen Mensch ausleihen oder ich kann hier irgendwie. Moment. Nee. Oh fuck. Aha. Steine. 14 Steine. Ist klar. Am Arsch. Ist zappenduster. Und du bist da. Ciao, Kakao. Alter, das hat mich jetzt... Gut, dass ich tot bin. Willst du mich verarschen?
Ups. Ich kann als Geist von dem Zug durchgefahren werden. Schnell. Da darf ich auch nicht durch. Ich habe den Scheißzug nicht gesehen, okay? Das passiert schon mal. Ich glaube, das wird anstrengend. Eine Möglichkeit geben, dass ich da reinkomme, ohne gefahren zu werden. Okay, renn. Shit. Ich dachte, das geht mit der Tür. Nein, ich bin noch ganz weiter. Scheiße. Okay, wenn der weg ist, kann ich ihn teleportieren. Fotzenknödel. Die Gleise würde ich hier am liebsten mal. Scheiße, schmeißen. Hallo. Der Zug regt mich auf. Ich will jetzt wissen, was da ist. Spaghetti Bolognese, du Scheißteil. Lass es da jetzt nicht mehr auf den Zug. Gerade ankommen. Okay, also unser. Ja, jetzt bist du Kaufhauskopf. Ich wünschte, Salem wäre für etwas anderes berühmt. Ah. Für Schinkenspicker. Oh, Gott sei Dank speichert das Spiel. Wir haben schon wieder diese Scheißhucke. Noch ein Stein. Sieht fast, als hätte hier jemand gepennt. Ich dachte, ich hätte wieder etwas in dieser Muppelkotz-Richtung gehört. Hallo? Hör doch was. Das klingt nicht gesund. Oh oh. Da ist sie. Joy? Oh. Halleluja. Joy. Ich sagte, du sollst auf Iris aufpassen. Du bist nicht mein Boss. Ich habe unten einiges gefunden. Der Glockenmörder tötet seine Opfer, als wären sie Hexen. Ich gehe nach oben und sehe nach, was ich noch finden kann. Na, sie kommt mit. Ich hätte dir sagen sollen, folge mir, dann wärst du vielleicht in der Kirche geblieben. Hast mich durchschaut.
Nimm mit. Steine im Inventar sind immer gut. Halte nach Sicherheitskameras und Alarmanlagen Ausschau. Danke für den Tipp, aber das ist ja nicht mein erster Einbruch heute. Das sieht wie der richtige Ort aus. Mal sehen, was mir diese Artefakte über die Hexenprozesse sagen können. Das kann auch so gut in eine Bücherei gehen können. Ich weiß. Kristall. Verzeihung. Es wird für immer dir gehören. Schande über dich, Bridges. Dein vermeintlicher Kontakt zur Geisterwelt wird dich noch in die Verdammnis führen. Ja, wenn du damals eine Kräuterfrau warst, dann warst du ja auch auf der Todesliste. Ich meine, du musstest sowieso nur irgendwie hübsch gewesen sein oder hässlich oder... Es reicht einfach, eine Frau zu sein. Ich meine, es wurden auch ein paar Männer verurteilt, aber... Es war auch schon fast wie so eine Alibi-Kräuter. Ein rotes Haar hattest, warst du am Arsch. Mit Pflanzenerkunde aus Kantos. Seid ihr eine übersinnliche Geschichte? Ja, guck mal. Das sind ja auch unsere Opfer, ne? Rose Campbell, Schüler an der Salem High, behauptet, übersinnliche Kräfte zu haben. Hiesiges Kindermedium, Sophia Baker findet vermissten Mann. Hält sie ja für Polizei zu grauenhaft. Ja, gut und gut. Ja, das ist dann halt Auslöser für unseren Glockenmörder geworden. Haben die alle nicht verdient. Notrufe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese ganzen Sachen aus dem Bürgerkrieg oder aus der Nautik jetzt irgendwie hilfreich sind. Ja, Richter. Schnauzechen, die ich habe verstanden, Zeit ist um. Ich würde gern die. Oh, da war noch ansehen. Baxter. Kleine, du musst dieses Bild für mich hochheben. Die Glocke. Es heißt die gehängte Hexe. Gruselig. Es ist das Symbol des Mörders. Oh. Creepy. Zwei Hinweise brauchen wir noch, die würde ich jetzt gerne in diesem Part ehrlich gesagt finden. Hab ich bestimmt hier in dieser Nautic-Abteilung gut übersehen oder vielleicht hier hinter. Ah, wie ein Anker. Steckt fest, wow. Kann ich jetzt hier noch was finden oder muss ich das wieder. Mittels, ich pack das zusammen. Steht irgendeiner dafür mit den Glockenmorden in Verbindung? Ja. Vielleicht auch Baxter?
Nein, okay, wäre doch. Warte mal, bald die Pinnwand. Warte mal hier. Medien für das. So, das ist wichtig. Er jagt also Medien, weil er sie für Hexen hält. Ja. Das ist Irrsinn. Kenne ich jemanden, der sich für Medien interessiert? Baxter. Baxter. Welches werde ich dir verhalten? Baxter übrigens voll gezeigt. Baxter im Museum. Würde ich. Versteckt ihr das Buch? Baxter sucht das Mädchen. Und warum ist Baxter darin verstrickt? Er wurde mit der Degradierung abgezogen. Den ersten Zugang habe ich freigeschossen, nice. Wir haben das Symbol des Mörders. Wir haben einen Verdächtigen. Wir sind fast am Ziel. Ja. Und nicht einen einzigen Schritt näher an meiner Mom. Wie gesagt, die Welt braucht nicht noch eine Heulsuse. Weißt du was? Du kannst mich mal. Du verstehst das nicht. Ich versteh's nicht? Meine Frau wurde vor 3 Jahren ermordet. Sie ist ins Licht hinaufgeschwebt und ich stecke hier mit einem zickigen Teenager fest. Oh. Naja, du hast ja versprochen, ne? Deine Mutter versteckt sich seit wann? 2, 3 Tagen? Hä? Und ich garantiere dir, wir finden sie. Wenn ich versage, wenn wir versagen, werde ich Julia nie wiedersehen. Niemals! Wir versagen nicht. Ich brauche keinen Cheerleader. Oh, jetzt sei doch mal ein bisschen nett zu der Kleinen. Tut mir leid, ich wusste nichts von deiner Frau. Ja. Hör zu. Wir müssen nach dem handeln, was wir wissen. Geh du zur Kirche. Zur Kirche? Wo gehst du hin? Baxter ist unser Hauptverdächtiger. Ich muss in seine Wohnung überprüfen, ob er irgendwelche Leichen im Keller hat. Vermutlich keine gute Idee, als Flüchtiger einen Kopf zu besuchen. Gut, wir sehen uns später. Wieso ist mein Spiel minimiert? Alter, wieso minimiert mein fucking Spiel? Was soll die Scheiße? Alles klar, ich würde mal sagen, ich beende den Part an dieser Stelle. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch viel Spaß und Neues.